Es ist wohl ein 6-Punkte-Spiel. Sowohl Bregatten als auch Badischl können die Punkte gut gebrauchen. Beide Teams wollen keine Fehler machen. Das merkt man in den ersten 20 Minuten deutlich. Die erste Möglichkeit gehört dann den Gästen. Halgosch versucht's mal aus der Distanz, Goli Jetzinger mit Problemen, aber Petter kann den Abpraller in Minute 23 nicht verwerten. In Minute 31 dann Bregatten. Pellegrini sucht Ramskogler, der Klärungsversuch von Kunig landet bei Kapitän Markus Blutsch und der verwertet zur Führung. 1:0 für die Hausherren. Die Mühlviertler kommen immer wieder zu Freistößen aus guten Positionen. Minute 39, Blutsch mit seinem starken linken Fuß, da hat nicht viel gefehlt. Bregatten in Halbzeit 1 besser im Spiel. Lukas Denk mit der Flanke und Pellegrini mit Brustannahme und Schuss. Minute 42, 2:0 für die Hausherren durch Tobias Pellegrini. Kurz vor der Pause nochmal Sadrio mit diesem Flachschuss aus der Distanz. Und mit dem Halbzeitstand von 2:0 schickt Schiedsrichter Schüttengruber die beiden Teams dann in die Pause. Bad Ischl in Minute 55 mit ihrer bislang besten Chance. Halgosch chippt den Ball über die Abwehr Richtung Petter. Goli Jetzinger läuft heraus. Der Nachschuss von Bichler geht aber am leeren Tor vorbei. Minute 62. Bregatten will die Führung erhöhen. Sadriu schickt Killinger Richtung Grundlinie. Seine Hereingabe findet Rechberger am zweiten Pfosten. Und den muss er eigentlich machen. Die Gäste tun sich schwer, sich in gute Abschlusssituationen zu bringen. Philipp Halgosch versucht sie Minute 73 mal aus der Distanz. Dieser Schuss bleibt aber ungefährlich. Bad Ischl gibt sich aber nicht auf. Der eingewechselte Leimer über links mit der Flanke. Durkovic kommt da noch irgendwie dran, aber Torhüter Jetzinger steht richtig. Minute 83. Pellegrini fliegt artistisch durch die Luft. Schiedsrichter Schüttengruber gibt den zweifelhaften Freistoß aber trotzdem. Und der ist richtig gut. Sadrio mit dem Flatterball und Goalie Breihaupt muss sich ordentlich strecken. Sonst geht der rein. Somit bleibt es beim 2:0. Die Spielgemeinschaft Algenmax Bregatten besiegt den SV Zebau Bad Ischl. Wir sind in einer nicht komfortablen Tabellensituation stecken wir drinnen und jetzt haben wir halt ein bisschen Boden gut gemacht und wir müssen aber natürlich die nächsten Partien auch noch positiv gestalten, dass wir da wirklich rauskommen und dorthin kommen, wo wir hinwollen. Ja, ja, wir haben jetzt schon in den letzten Wochen gemerkt, dass wir Selbstvertrauen kriegen, weil wir auch gut spielen, weil das waren jetzt nicht nur Zufallssiege, sondern auch ja, von der Leistung her mehr als verdient. Und ja, heute haben wir das wieder bestätigt und da haben zwei gegen Ischl gewonnen, gegen einen direkten Konkurrenten in unserem Tabellenbereich, war ja sehr wichtig. Ich schaue überhaupt nicht auf die Tabelle, das hat uns bis jetzt immer geholfen. Am Dienstag haben wir zum Glück schon wieder eine neue Chance, dass wir da in der Meisterschaft weiterkommen. Aus, fertig.